So, da sind wir wieder und wir wollten herausfinden, was diese Druckplatte hier macht. Und da es ein Raum mit nur einem Ausgang ist, schwant mir Böses. Aber gucken wir mal. Ein Schleim. Na gut, das hätte schlimmer sein. Genau, nur ein Schleim. Das hätte schlimmer sein können. Ja, klar. So ein Dutzend Schleime. Ich glaube, ich lade gleich schon mal neu. Feuerball, Feuerschwert, Axt. Aber da kommen wir nicht mehr durch. Ja. Ich liebe es, wie die Spieldesigner es hinbekommen haben, Fallen zwar offensichtlich zu machen. Ja, die Musik ist immer so laut. Also ja, die Fallen zwar offensichtlich zu machen, aber es passiert dann doch nicht das, was man denkt. Also man tritt da drauf, die Tür geht auf und ach, ein Schleim. Ja, das war ja abzusehen. Der blockiert jetzt hier den Weg und dann müssen wir gegen ihn kämpfen und dann ist gut. Und dann kommt der Hammer. Der Rest geht auch noch auf. Ja, also wir sollten auf jeden Fall vorher schlafen. Und ich glaube, selbst dann schaffen wir das nicht unbedingt gegen so viele auf einmal. Das heißt, wir nehmen gleich alle Sachen, also alle Ressourcen, die gut Schaden machen, von denen wir aber nicht so viele haben, also Feuerbomben und dergleichen, und schmeißen alles auf einen Schleim, nämlich der, der aus der Holztür rauskommt. Den bringen wir dann schnell um, dann hauen wir ab und hoffen einfach mal, dass da hinten nicht auch noch irgendwas gespawnt ist. Also, Feuerbomben. Wir haben drei Feuerbomben. Kriegt man den Minotaure ein und der Dieb hat sein Feuerschwert, das er verbrauchen kann. Er hat seinen Feuerball. Und er hat seinen Blitzstrahl. Ja, gut. Also das Ganze nochmal. Geronimo. Oder wir laufen einfach an ihm vorbei. Das wäre natürlich noch eleganter. Aber ich höre noch mehr Stein auf Stein. So. So, Schleim Nummer 1. Bleiben nur noch Schleim Nummer 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wenn wir sie denn überhaupt töten müssen. Aber ich denke mal, da wird irgendwas noch sein. Ja, und während ich hier das Hin- und Herlaufspiel mache, mit dem Zwischendurch zuschlagen, kann ich noch was anderes erzählen. Und zwar, das Secret, was ich jetzt willentlich in der letzten Folge einfach so übersprungen habe, ist wohl doch ziemlich wichtig. Also es kommt zwar in Anführungszeichen nur ein Gegenstand bei rum, aber den Gegenstand braucht man, um eine ganze Unterebene betreten zu können. Das heißt, ich werde das dann irgendwann doch noch machen. Weil wir wollen ja schon so viel wie es geht von den Spielen mitbekommen. So, das war Schleim Nummer 2. Und kein Mana mehr. Ja, diese Krankheiten halten sich irgendwie auch ewig. Aber wenigstens muss man keine Ressourcen dafür verbraten. Was ich wiederum auch ein bisschen schade finde, weil jetzt macht das Antidot nicht wirklich Sinn. Denn wir können einfach ewig lange schlafen. Das Einzige, was Schlafen für einen Nachteil hat, ist, man verbraucht Essen. Aber wir haben auch endlich viel Essen. Also brauchen wir weder ein Antidot noch ein Antigift noch irgendwas. Aber ja. So, Feuerball. Blitzstrahl, er kann sein Schild wieder in die Hand nehmen, denn ich will die Feuerbomben nicht unbedingt verbraten, wenn es nicht sein muss. So. Da, Schleim. Husch. Und wir haben jetzt den Falschen getroffen, aber ist egal. Zack, zack. Ach ja, so. Mit jedem einmal schön Schaden machen. Na komm her, Schleim. Was guckst du so komisch hin und her? Sieht echt ulkig aus. Komm, backstabben werde ich mal. Komm, Peak. Hey, 12 Schaden. So, für dich haben wir nicht genug Mana. Schade. Na gut, dann halt den Schlag und Dolch und Axt und stinknormalen Feuerstrahl. Oh, der macht ja auch 73 Schaden, bei denen ist ja auch nicht zu verachten. Kritisch, ja, so ist es. Pieks. So, jetzt aber schlafen.
denn es geht doch einen ganzen Zacken schneller, wenn wir unseren Feuerball haben, der mal eben so zwischendurch 202 Schaden verursacht. Das ist mal so viel, wie alle drei hier zusammen machen, wenn es richtig, richtig gut läuft. Also ja, der Feuerball hat es echt in sich. Und das geht bestimmt richtig ab später, wenn wir noch den Verbesserten haben. Oder haben wir ihn schon? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Nee, ein Punkt fehlt. Ja, also nächstes Level. Und das Level ist sehr, sehr nah. Schöne Sache. Oh, waren das gerade 82 Schaden mit der Axt? Na gut. Also teilweise macht unser Kämpfer doch schon ganz gut Schaden. Ja, ist echt komisch. Also unser Kämpfer ist der Schadensmacher und unser Dieb ist der Tank. Aber ja, es gibt skurrile Sachen. Das ist sogar noch einigermaßen verständlich. Ich finde es sogar ganz cool, dass diese Ausweichgeschichte so wichtig ist. Also so eine gute Wirkung hat, wollte ich sagen. Denn sonst waren Diebe immer ganz schön die Gelackmeierten. Die waren eigentlich immer nur in der Gruppe, weil man Angst hatte, dass es irgendwo ein Schloss gibt, was man knacken muss. Und nicht, weil man ihn wirklich haben wollte. Jedenfalls war es bei mir so. Das heißt, man hat dann entweder einen Dieb mitgenommen oder eine Mischklasse, Kämpfer-Dieb, wenn es irgendein AD&D-Spiel war. Aber wirklich zufrieden war ich damit nie. Hier hingegen mausert es sich ganz schön. So, wir haben einen Eisenschlüssel. Der kommt mit. Ist hier noch irgendwas? Hier waren die ganzen Schleime drin. Einmal was zu essen. Hat jemand Hunger? Ja. Ja. Hier ist nix. Hier ist nix. Nix, nix. Oh. Ein Diviner's Cloak. Diviner ist ein Hellseher, glaube ich. Ausweichen plus 5. Energieregeneration plus 20% und 10% weniger Nahrung. Das Verbrauch. Das ist doch mal richtig ordentlich. Kriegt natürlich sofort unser Feuermagier. Der verbraucht ja am meisten Mana. Also jedenfalls so lange, bis wir den Blitzstrahl rausgefunden haben. Was übrigens einer der nächsten Kommentare war. Da stand nämlich drin, dass ich den Blitzstrahl schon mal rausgefunden habe, aber damals der Skill nicht hoch genug war. Was ist das da hinten in der Ecke? Das sieht komisch aus. Achso, das ist nur so eine Dämonenfratze. Gut, Schlüssel rein. Hallo? Wo kommst du näher? Rückwärts laufen sollte man nur, wenn man weiß, wo man hintritt. Und ich weiß nicht, wo ich hintrete. Ah ja, schön. Hier können wir ruhig rumtanzen. Hier haben wir genug Platz. Hier kann der uns gar nichts. Außer abhauen. Nee, nee, so nicht, Freundchen. Du wirst schön mit uns kämpfen, ob du es jetzt willst oder nicht. So, und da ist das wichtigste Level-Up in seinem Leben. Big Badabum. Oh, der kriegt noch was Nettes mit 32. Alle Partymitglieder kriegen 25 Feuerschutz. Das ist doch mal schick. Aber ja, ist noch ein bisschen hin. Was haben wir noch? Spellcraft. Wenn ich da einen Punkt draufsetze, kriege ich ja noch mehr Energie. Und später halt schneller zaubern. Und mehr Energie, mehr Energie, mehr Energie und mehr Willenskraft, was auch mehr Energie ist. Also ja, es wird sich schon lohnen. Und beim Feuer haben wir echt das Wichtigste für mich schon rausgeholt. Das ist der verbesserte Feuerball. Was danach kommt, ist zwar ganz nett, also Resistenz gegen Feuer, aber ja. Wenn wir genug Schaden machen, müssen wir auch keinen Schaden fressen. Also ja, wir packen jetzt mal ein paar Punkte in Spellcraft. Oh, wo kommst du näher? Nicht, dass der jetzt auch wieder respawned ist. Na komm. Komisch, dass der immer wieder zurückläuft. Also die sind wohl eigentlich echt als Fernkämpfer konzipiert.
Was ja auch Sinn macht, denn deren Angriff macht Flächenschaden. Auch wenn die Hitze nicht unbedingt so stören dürfte. Autsch. Ja, 25% Feuerresistenz für alle wäre echt schick. Na komm, such dir eine Seite aus. Au. Ich nehme diese Seite, wo kein zweiter Gegner ist. Ah. Na gut. Trinken wir zwischendurch mal ein, zwei Tränke. Genug Kräuter haben wir ja. Ist mir lieber jetzt ein paar Ressourcen zu verbraten, die wir eh irgendwann mal verbraten sollten, als immer wieder neu zu laden. Oder zum blauen Kristall zurückzulaufen. Was fast genauso schlimm ist. Jetzt und noch Eis. Und dann müsste er eigentlich auch bald umkippen. Genau. Wie schaut es bei den anderen eigentlich mit dem Level aus? Ah, er ist echt gut vorne dran. Er ist schon Level 10. Bei ihm fehlt noch ein Stück bis 10. Bei ihm fehlt noch mehr. Und er hat langsam aufgeholt. Gut, gut. Also wenn der Minotaure aufgeholt hat mit Schickna, dann kriegt der Nächste das Ding. Und das wäre dann unser Dieb. So, ich höre schon wieder so ein Feuerelementar. Da müssen echt Dutzende davon sein. So, du machst jetzt bestimmt... Also von hier wird eine Kugel abgeschossen und die muss da drin landen. Ich nehme jetzt einfach mal an, und da kommt auch eine raus und die muss da landen. Ha. Also ich nehme an, ich drücke hier drauf, dann kommt da die Kugel angeflogen. Das heißt, wir müssen in der Zeit hier hingehen, damit wir nicht im Weg stehen. Jo. Und jetzt schießt die Kugel da lang. Ha. Oh, okay, also wir drücken jetzt drauf, gehen da hin, damit die Kugel hier reingehen kann, um das Ding aufzumachen, und dann gehen wir wieder zurück, damit die Kugel von da kommen und da durchfliegen und das aufmachen kann. Mann, Mann, Mann. So. Und ich höre recht nah noch ein Feuerelementar. Und mehr Schleime sehen wir da hinten. Was haben wir hier? Da kommen wir her. Na gut. Dann schlafen wir doch mal hier. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass uns nichts von rechts anspringt, denn dann werden wir hier in der Ecke. Oh, neuer Traum. Schön, schön. Sie betreiben weiterhin alle Maschinen und Mechanismen in dem Dungeon. Alle außer eine, die in den Tunneln unter uns ist. Sie muss repariert werden, damit wir diesen Ort verlassen können. Nur noch einen kleinen Schritt weiter. Oder nur noch ein kleines bisschen weiter. Ha. Ja, unsere Heldentruppe wird doch schon arg gelenkt von diesem komischen Wesen. Aber wir haben auch nicht so wirklich die Wahl, wo wir hingehen könnten. Aber gut. Wir bereiten einen Eiszauber vor, wir bereiten einen Blitzzauber vor. Und hier war die Halle der Schatten, da wollen wir nicht zurück. Ja, dann müssen wir hier weiter. Hier ist der Schleim. Da nehmen wir gleich mal einen Feuerball. Den neuen Feuerball. Mächtiger Ballerbumm. Na komm. Gucken, wie viel Schaden der macht. Das war jetzt zweistellig. Zweistellig ist nicht so toll. Ich will dreistellig sehen. Ja, schon besser. Schon 137, glaube ich. Das konnte ich nicht sehen, weil die Erfahrungspunkte drüber waren. Aber bisher bin ich jetzt nicht so aus den Socken gehauen. Aber vielleicht war es einfach nur Pech. So, hier haben wir eine Tür mit einem Knopf. Da wollen wir noch nicht rein. Eine Tür mit einem Hebel wollen wir noch nicht rein. Viele Schleime und irgendwas blaues Leuchtendes. Oh, blau leuchtend. Das könnte ein blauer Kristall sein. Oder ein Teleporter. Ich hoffe mal eher, es ist der Kristall.
Warum kriege ich ein Feuerelementargeräusch, wenn ich dem Schleim näher komme? Muss wohl hinter der Tür sein. Ja. Den da wollte ich. Und zwar jetzt, wenn er auch im Ziel ist. Yeah. Na gut. Speichern wir hier mal ab und machen einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das war LP 54. Also bis gleich.